Was sind die Grundlagen des Hamstermodells? Ausgangspunkt ist diese Welt, die Hamsterwelt, das sogenannte Hamsterterritorium. Es ist eine gekachelte Ebene, besteht also aus einzelnen Kacheln. Und auf einer dieser Kacheln sitzt der Hamster. Der Hamster kann unterschiedliche Blickrichtungen einnehmen, nach Osten gucken, nach Norden gucken, nach Westen gucken und nach Süden gucken. Auf einzelnen Kacheln können Mauern platziert sein. Diese Kacheln sind gesperrt, da kann der Hamster nicht hin. Auf anderen Kacheln können Körner liegen. Und der Hamster sitzt immer auf einer Kachel. Wie viele Körner auf einer Kachel liegen, ist im grundlegenden Modell nicht spezifiziert und nicht sichtbar. Dieses Symbol zeigt nur an, dass auf einer Kachel Körner liegen. Die genaue Anzahl ist hiermit nicht definiert bzw. spezifiziert. Der Hamster kann auch Körner im Maul haben. Auch das ist aus diesem Bild nicht ersichtlich. Im Hamster-Simulator, den wir aber später kennenlernen werden, gibt es da einige Abänderungen. Da kann man beispielsweise sich anschauen, wie viele Körner auf bestimmten Kacheln liegen. Das wird auch optisch hier vorgestellt. Und man kann auch sehen, wie viele Körner der Hamster im Maul hat. Im ursprünglichen Modell ist das aber nicht so. Was das für Auswirkungen hat, werden wir dann letztendlich noch sehen. Ganz wichtig ist, der Hamster kann halt keine Kacheln betreten, wo Mauern drauf sind. Er kann aber wohl sich auf Kacheln begeben, wo Körner sind. Und wir werden dann noch sehen, der Hamster hat die Fähigkeiten, Körner zu fressen und abzulegen. Und sich natürlich fortzubewegen.